Den wir hier interviewen wollen, ist vorsichtig. Kurz vor dem Dreh hat er uns außerhalb der Stadt einen abgeschiedenen Treffpunkt genannt. Der Mann ist Jan Sander. Milieuname Miami Johnny. Ex-Zuhälter und Bordellbetreiber. Später war er V-Mann des LKA. Seither hat er viele Feinde auf beiden Seiten. Deswegen will er sich nicht mit uns bei sich zu Hause oder direkt in der Öffentlichkeit treffen. Wir treffen uns hier an einem neutralen Ort im Ausland, im schönen Spanien. Und nicht mehr in Hamburg auf der Ripperbahn, weil es gewisse Konflikte im Milieu gab, die in Hamburg ausgetragen wurden. Und weil ich mich vor einiger Zeit als V-Mann der Polizei geoutet habe und Deutschland somit auch den Rücken gekehrt habe. Wir haben mit dem Ex-Zuhälter vor 12 Jahren schon einmal gedreht. Zu der Zeit konnte er sich auf der Reeperbahn nur noch in einem Auto mit abgedunkelten Scheiben sehen lassen. Schon damals hatte er für die Reeperbahn keine guten Worte übrig. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass hier in Hamburg sehr, sehr viele Menschen gebrochen worden sind und auch sehr viele Menschen wirklich Schaden erlitten haben durch diese Stadt. Auch besonders durch den Kiez, besonders durch die Reeperbahn. Weil hier herrscht wirklich das Recht des Stärkeren, des Schlaueren und des Abgewichsteren. Und hier ist Fressen oder gefressen werden. Für Miami Johnny gab es auf der Reeperbahn etliche Konflikte. Konflikte, die ihn fast das Leben gekostet hätten. This is how legends are made. Wir verlassen die Reeperbahn, um nach Valencia in Spanien zu einer Kiez-Legende zurückzukehren, die definitiv nichts mehr mit dem Milieu zu tun haben will. Jan Sander, Szenename Miami Johnny, Bordellbesitzer und später V-Mann beim LKA. Auch uns gegenüber war der Ex-Kriminelle zunächst misstrauisch. Er traf sich mit uns an einem verlassenen Ort außerhalb der Stadt. Naja, wir hätten uns theoretisch auch in Hamburg auf der Reeperbahn treffen können, aber erstens möchte ich die Fressen da nicht sehen und zweitens habe ich auch keine Lust, da mit irgendwelchen Leuten da Diskussionen anzufangen oder mich in irgendwelche Konflikte zu begeben. Und wenn man Miami Johnny auf der Reeperbahn sieht, dann denkt man auch so, ach komm, dann fange ich da jetzt einen kleinen Streit an. Ja, selbst wenn ich das Ding verliere, stehe ich morgen in der Zeitung oder bin bei YouTube. So, lassen wir das. Ja, aus dem Alter sind wir raus. Hier haben wir unsere Ruhe. So, und hier können wir auch ungestört reden. Miami Johnny war Anfang der 2000er eine große Nummer auf der Reeperbahn. Er betrieb einen berüchtigten Saunaclub, verdiente viel Geld. Doch das passte einigen Leuten im Milieu nicht. Der Mann musste weg. Und zwar ganz weg. Für immer. Und da gab es nur eine Möglichkeit. Jan Sander sollte durch einen Auftragskiller getötet werden, mit einem Kopfschuss. Doch den hat er überlebt. Reeperbahn ist für mich Dreck. Und ich bewundere jeden, der dort überlebt, weiterhin agiert oder seit Jahren sich etabliert. Aber für mich ist der Kiez nichts. Er wird nie wieder auf den Kiez zurückkehren und auch nicht nach Deutschland. Jan Sander alias Miami Johnny hat sich in Spanien neu erfunden. Und er lässt uns jetzt doch etwas mehr in sein Leben schauen, obwohl er das zunächst nicht wollte. Ein Leben als Verbrecher, als Zuhälter, muss ich dir sagen, warum man sich dafür entscheidet, kann ich dir gar nicht beantworten. Ich glaube, am Anfang findet man das eher cool. Das ist so ein bisschen so wie Cowboy und Indianer, ja, als Kind. Die einen werden Polizisten und die anderen, die werden halt Zuhälter, vielleicht sogar kriminell. Und ich glaube, dem einen oder anderen oder den meisten wird erst dann richtig bewusst, was sie für Typen sind, wenn sie mittendrin sind. Jan Sander ist ausgestiegen. Nach einer kurzen Episode als Rocker eines inzwischen verbotenen Motorradclubs und gleichzeitiger V-Mann-Tätigkeit für das LKA Hamburg wurde er später dann doch noch zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Seine erste. Und die war gleich richtig hart. Also die Haft habe ich tatsächlich damit verbracht, auch mich zu distanzieren von meinem vorigen Leben
und bin nach meiner Haft dann natürlich dementsprechend dann auch mit der Realität konfrontiert worden, so, wovon lebst du jetzt? Und da ich grundsätzlich jemand bin, der im Prinzip sein Geld selber verdient und auch sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, habe ich dann im Handwerk Fuß gefasst und betreibe bis heute ein kleines Bauunternehmen. Gianni hat übrigens hier in Spanien eine Frau kennengelernt. Und die hat so gar nichts mit dem Milieu zu tun. Ich bin die Katrin, ich bin 41 Jahre alt, lebe im schönen Valencia und habe vor 12 Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht und verkaufe iberische Pferde in die ganze Welt. Katrin ist Pferdehändlerin mit Leib und Seele. Sie hat vor ein paar Jahren ihr gutgehendes Pharmaunternehmen verkauft und ist nach Spanien gegangen. Katrin weiß ganz genau, mit was für einem Mann sie sich da eingelassen hat. Sie ist mit dafür verantwortlich, dass Miami Gianni heute ein ganz anderes Leben lebt. Ja, natürlich, ich kenne jedes Detail. Ich habe mich da natürlich auch sehr mit befasst, aber ich habe mich ja in den Menschen verliebt, in den Jan. Und nicht in die Kunstfigur, ich sag mal Miami Gianni, sondern ich liebe den Menschen, der dahinter steckt, den ich privat kenne. Und das ist ja gar nicht das, was nach außen hin von ihm präsentiert wird. Dieser Mann ist doch ein Risiko, das kann nicht gut gehen. Das hat sich Katrin immer wieder angehört. In ihrem Umfeld waren etliche Leute über diese Beziehung wirklich schockiert. Natürlich gab es auch Leute, die mich gewarnt haben. Ich lasse mich aber nicht davon beirren. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen, ich bin schon groß. Und das habe ich mein Leben lang so gemacht. Und von daher habe ich mich da überhaupt nicht von beeindrucken lassen. Ich brauche kein kleines Mädchen, was ich bevormunden muss, was ich erziehen muss, für die ich Entscheidungen treffen muss. Ich brauche eine intelligente, selbstbewusste und selbstständige Frau. Und genau das ist sie, Katrin, die erfolgreiche und bodenständige Unternehmerin, die den ex-kriminellen Miami Gianni so nimmt, wie er ist. Unter einer Bedingung, das Milieu darf in ihrem gemeinsamen Leben nie wieder eine Rolle spielen. This is how legends are made.